Denn Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck ist uns jetzt via Skype zugestellt. Zunächst mal einen schönen Mittagstisch und danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Hallo, freue mich dabei zu sein. Frau Schramböck, Sie waren heute Vormittag mit Vizekanzler Werner Kogler in einer Produktionsstätte im 22. Wiener Gemeindebezirk unterwegs. Zunächst mal die Frage, wie haben Sie das miterlebt? Ist man dort zufrieden und vor allem gut durch die Corona-Phase Nummer 1 gekommen? Ja, die Firma Merten ist ein Innovationsbetrieb. Die Weltmarktführer sind in technologischen Bereichen und ein Familienbetrieb. Also ein typisch österreichisches Unternehmen, das mit viel Wissen und mit viel familiären Engagement geführt wird. Und ja, die haben positives Feedback gegeben und gesagt, die Kurzarbeit hat gegriffen, die Kosten, die sie verrechnen können. Und jetzt auch das Thema der Lehrlinge, das unterstützt sie natürlich. Die sind ein Lehrlingsausbildungsbetrieb seit vielen Jahrzehnten und auch das hilft, die neuen Lehrplätze zu schaffen. Speziell in Klein- und Kleinstunternehmen soll es jetzt einen Bonus für Lehrlinge in Höhe bis zu 3.000 Euro geben. Wie sieht dieses Konzept aus und ab wann wird das konkret umgesetzt? Ja, wir haben den Lehrlingsbonus für 2.000 Euro für alle Betriebe in Österreich. Was jetzt dazukommt, ist ganz wichtig, ein zusätzlicher Bonus für die Kleinstbetriebe und Kleinbetriebe. Also unter 10 Mitarbeiter, wenn man hat, bekommt man 3.000 Euro und wenn man von 10 bis 50 Mitarbeiter hat, 2.500 Euro. Das ist uns deshalb wichtig, weil diese kleinen Betriebe starke Ausbildungsbetriebe sind. Also 50% circa der österreichischen Lehrlinge werden ausgebildet in Klein- und Mittelbetrieben und hier wollen wir nochmal einen Akzent setzen. Den gibt es bereits, diesen Lehrlingsbonus. Das heißt, den bekommt man ausgezahlt, wenn der Lehrling beginnt zu einem Teil und dann nach der Behaltefrist. Wir wollen ja natürlich, dass die Lehrlinge bleiben und nach der Behaltefrist, das ist am Beginn meistens so 4 Wochen, dann wird der zweite Tranche ausbezahlt. Das gilt für alle 9 Lehrstellen, die geschaffen werden, vom Beginn der Corona-Krise, 16.03. bis Ende Oktober. Und eine Besonderheit, es gibt ja viele Lehrlinge auch in der überbetrieblichen Ausbildung. Die Besonderheit, wenn ich hier einen Lehrling übernehme, dann gilt das und diese Regelung bis Ende März nächsten Jahres. Können Sie das auch anhand von Zahlen konkretisieren? Wie viele Lehrlinge sind letztendlich davon betroffen? Naja, im Moment suchen 14.000 Lehrlinge in Österreich eine Stelle. Im Durchschnitt sind es sonst über die vergangenen Jahre 12.000 Lehrlinge. Und wir haben schon ganz viele Betriebe. In den ersten paar Tagen haben sich schon 600 Betriebe gemeldet. Wie funktioniert das? Also man muss ja den Lehrvertrag anmelden in der Lehrlingsstelle in jedem Bundesland. Und da macht man das gleichzeitig und wird auch darauf hingewiesen, dass man den Bonus bekommt. Das geht sehr einfach. Und ich bin davon überzeugt, nach den vielen Gesprächen, die ich geführt habe, das schafft zusätzliche Awareness bei den Unternehmen und dass sie sich diesen Ruck geben. Wir wollen sie entlasten von den Gehaltskosten der Lehrlinge in dieser Corona-Krise. Das soll keine Rolle spielen. Nach dem wirtschaftlichen Lockdown ist man im Mai nach und nach zurückgekehrt zur Normalität. Wie gehen Sie jetzt persönlich mit diesem Dämpfer und mit der Rückkehr zur Maske um, was auch die österreichische Wirtschaft betrifft? Ja, für mich ist das ein Konzept, das auf der einen Seite Sicherheit gewährleistet, weil sich alle Österreicherinnen und Österreicher so an die Maßnahmen gehalten haben, ist es ja in Österreich gelungen, die Produktionen offen zu halten, die ganz, ganz wichtig sind für einen Standort. Und jetzt geht es eher darum, schnelles Containment zu machen. Also nicht mit der Gießkanne über ganz Österreich etwas zu regeln, was vielleicht für Oberösterreich zutrifft, aber für Vorarlberg nicht. Und somit ist es eine gute Regelung, weil sie hilft der Wirtschaft, in kleinen Gebieten das sehr rasch zu regeln und dann auch wieder zur Normalität zurückzukehren, wenn die gesundheitlichen Voraussetzungen gegeben sind. Frau Schramböck, jetzt hat man immer wieder gesagt, auch seitens der Arbeitsministerin Christine Aschbacher, man möchte versuchen, möglichst viele Menschen von der Kurzarbeit wieder in die Vollbeschäftigung zurückbringen. Was bedeutet das in der jetzigen Phase? Kann man dann wirklich das Ziel, was man sich vorgenommen hat, in diesem Jahr noch umsetzen? Naja, wir sind in der größten Weltwirtschaftskrise, die es gibt. Ich war ja 22 Jahre in der Wirtschaft, vorher 15 Jahre davon Unternehmen geleitet und sowas, wie wir jetzt hatten, habe ich selbst nie erlebt. Also das ist nicht vergleichbar mit 2008 und 2009. Wir müssen jetzt helfen mit unseren 50 Milliarden bei unterschiedlichsten Unternehmen und unterschiedlichsten Problemen, die sie haben, dass die Voraussetzungen so gut als möglich sind, Arbeitsplätze zu erhalten. Wir haben im Moment
Kurzarbeit in etwa über 400.000 und in etwas über 400.000 auch in der Arbeitslosen. Also das ist schon wesentlich weniger als vorher. Mir ist wichtig, wie können wir das schaffen, Arbeitsplätze sichern? Indem wir Investitionen anregen mit der Investprämie, indem wir Steuer zurückzahlen mit dem Steuerrücktrag, indem wir eine degressive Abschreibung ermöglichen. Das heißt, ich schreibe einfach die Dinge, die ich anschaffe, früher ab. Wir müssen jetzt bauen, bauen, bauen im Wohnbereich. Darum schaffe ich die Wohnbauinvestitionsbank. Also Konjunktur müssen wir jetzt ankurbeln. Und da sind all diese Themenbereiche, die vorher war es die Hilfe und ist es auch weiterhin. Aber jetzt geht es darum, Gebäude zu bauen, Wohnungen zu bauen. Es geht darum, Investitionen zu fördern, damit die Firmen wieder in ihr Normales zurückkommen. Den Staat kann helfen und ankurbeln. Was er nicht kann, ist alles ersetzen. Wir müssen es schaffen, in eine normalere Wirtschaftssituation wieder zurückzukommen. Aber das wird Monate dauern, wenn nicht Jahre. Aber dennoch bin ich zuversichtlich, dass die Maßnahmen Investitionsprämie vor allem stark greifen werden. Abschließend vielleicht noch eine kurze Frage. Gestern ist die letzte Nationalratssitzung vor der Sommerpause über die Bühne gegangen. Was bedeutet das für Sie auch konkret, dass Sie vielleicht jetzt auch ein bisschen die Füße hochlegen können? Oder wird es ein hitziger Sommer und Sie werden vermutlich jeden Tag was zu tun haben? Es wird ein wichtiger Sommer, denn wir haben auch einen Sommerministerrat. Da werden wir auch die Wirtschaftsthemen weiter vorstellen. Und über den Sommer ist eines mir wichtig, Eigenkapital. Im Herbst, Winter müssen wir so weit sein, dass wir auch Lösungen haben für mehr Eigenkapital für die Unternehmen. Also es wird viel Arbeit sein, aber den ein oder anderen Tag in meinem Garten möchte ich auch verbringen. Frau Minister, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und ich wünsche Ihnen trotzdem einen erholsamen Sommer, auch wenn viel Arbeit dahinter steckt. Also das exklusive Interview mit Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Alle weiteren Informationen zu diesem heutigen Termin können Sie nachlesen unter oe24.at.